Moin und willkommen zurück. Ich bin ja hier jetzt auch langsam wieder auf unserem Hof angekommen. Wir haben jetzt unsere Schweine komplett versorgt. Schnappen uns jetzt am besten auch gleich den. Erstmal abladen natürlich. Schnappen uns am besten auch gleich den. Die Sämaschine. Jetzt habe ich es. Betriebskosten 3500. Wow. Das erwartet uns jeden Tag 3500 Betriebskosten. Ah, okay, der ist halt teuer. 2200 kostet mich der pro Tag. Wenn ich mir... Ich glaube, das hatten wir schon mal. Diese Überlegung. So, was hat er? Er hat einen 6 und er hat einen 8er. 6 würde mir reichen. 19 pro Arbeitstag. 1,7. Ja, dazu kommt dann natürlich noch... Ja, schon sind wir beim gleichen. Fast. Also, vielleicht 100 weniger. Da 14. Hier ist es natürlich alles uralt. Aber ich kann es mir halt nicht erlauben, jetzt das zu verkaufen und mir was Neues zu kaufen. Deswegen geht das so weiter. Okay, jetzt geht es hier aber auch relativ flott. Das... Wow. Ist der eigentlich so schnell? So schnell sprießt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und für mich als Legastheniker, was das gerade Ausfahren angeht, ich kenne mich hier noch nicht so 100% aus, aber also von wegen, was ich damit alles noch machen kann. Ich nutze es hauptsächlich eigentlich nur, um dann auch wirklich geradeaus irgendwie zu kommen. Aber wie es aussieht, kann er damit auch aktiv die Spur halten. Oh. Ja, also er macht das sogar aktiv. Das finde ich gerade recht erquickend. Nach rechts. Und 3. Das heißt... Oh. Warum? Was macht der jetzt? Das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Und das macht man anders mit den beiden Spuren drauf. Die da jetzt auslässt. Meint er, die braucht nicht noch einen, oder? Manche Stoppdistanz. Könnt ihr natürlich dann auf der zweiten Bahn ansetzen und dasselbe so machen, dass ich durch bin. Ich probiere das jetzt auf diesem Feld einmal so aus. Seid auch mal
Das ist übrigens dann der GPS-Mod. Viele von euch kennen ihn sicherlich. Ich habe auch vor. Vielleicht noch, oder vielleicht dieses Jahr noch, oder Anfang nächsten Jahres Multiplayer zu spielen. Auf einem eigenen Server. Ich warte dafür eigentlich nur noch auf irgendwelche coolen Modmaps. Die jetzigen sind mir entweder wirklich zu groß und haben weltmäßig. Ja, wie soll ich sagen? Das ist mir dann da auch einfach zu chaotisch. Weil ich halt schon gerne auch mit Helfern arbeiten will und da bringt es mir nichts, wenn die Felder. Jetzt machen wir erstmal runter. Also da bringt es mir nichts, wenn die Felder dann nicht wirklich ansatzweise quadratisch sind, solange es noch nicht Autotraktor oder wie heißt denn das andere Auto? Farm? Nee. Dieser andere Mod, dass man halt seine nicht quadratischen Felder auch besser sehen und bearbeiten kann vom Helfer lassen. So alternative Helfer also. Und bis das soweit ist, fange ich das auch nicht an. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das und mal sehen, je nachdem wie jetzt diese Let's Plays ankommen und die Resonanz ist, vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust mitzuspielen auf dem Server. Da wird es sicherlich irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man dort sich absprechen kann, um auch nicht gegensätzlich zu arbeiten. Ich glaube, das wird witzig. Oder würde witzig werden. So, mein Fazit jetzt zu dem GPS-Mod ist, er macht irgendwie, ja, ich muss halt sehen, dass ich danach viel wieder automatisch auf Versatz mache. Mal sehen, was das jetzt bewirkt. Also er spart mir immerhin das Schiefwerden beim Lenken und beim. Also er kontrolliert mich insofern, dass er es automatisch macht, so dass ich nicht meine Schlangenlinien hier fahren, weil ich es nicht gebacken kriege, gerade zu fahren. So, ich bin auch mal gespannt. Das nächste wäre ja echt, dass er am Ende hier ist. Den lasse ich ihn jetzt auch bewusst mal selber fahren. So, dann kommt der andere endlich. So, dann lassen wir ihn doch jetzt mal nach links umdrehen. Was passiert? Welche Bahn wird er fahren? Natürlich auch die, wo er schon war. So, das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt haben wir auch noch die Stoppdistanz. Das bringt jetzt nichts. Jetzt sind wir den gleich natürlich. Sollte danach ein rüber schwenken. Und das ist das, was ich jetzt ausprobieren will. Kann ich einfach hochmachen. Dann sparen wir immerhin den. Ja, das Saatgut. Er bleibt natürlich dann stehen. Ein bisschen zurück. Okay, das war die falsche Richtung.
runtermachen. Das Licht an. Werde ich ihn manuell da hinten ansetzen. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das schneller oder ist das langsamer? Das ist jetzt schwer zu sagen, er folgt halt seiner grünen Linie. Wird als nächstes nach rechts ab. Bin nur gespannt, ob er, wenn er drüben angekommen ist, automatisch irgendwie eine Änderung vornimmt, dass er sagt, okay, jetzt muss ich hier aufpassen, jetzt muss ich wieder drehen, das fällt zu Ende, ich bin noch nicht fertig. Was weiß ich. Hauptsache er macht jetzt weiter. Gut. Da kann ich natürlich das die Seemaschine noch anheben. Aber gut. Kennt ihr noch irgendwelche coolen Maps, also Maps, die ihr hier spielt im LS17, wo ihr sagt, es lohnt sich mal reinzugucken? Also ich habe mir jetzt schon Auenbach angeguckt und ich bin gerade nicht sicher, ob das Auenbach war oder eine andere Map, die hatte irgendwie nur 5 Felder und das wirkte mir dann auch etwas. Ja, das war mir halt zu klein. Ich meine, da fand sich auf 5 Feldern was an und gefühlt habe ich da auch dann, weil es eine kleine Karte war, nichts oder zu wenig, was ich sehen kann. Also ich habe beim LS15 lange Zeit Two Rivers und Volkshöhle und Volkshorn gespielt. Das hat mir super gefallen. Und ich hoffe, dass es sowas jetzt halt auch wieder für den LS17 geben wird. Ich verstehe auch, dass es etwas dauert, weil die müssen natürlich entweder eine Portierung machen oder sie machen eine komplett neue Map. Und da will ich den Leuten halt auch Zeit geben. Ich meine, es wird eh schon problematisch. Wird man mit Version 1 anfangen, dass bei zukünftigen Versionen wahrscheinlich nicht der Spielstand übernommen werden kann. Davor habe ich noch so ein bisschen Bedenken. Deswegen würde ich schon gerne auf Version 2 warten. Also dass die Kinderkrankheiten weg sind, bevor ich zuschlage. So, was macht der? Ernsthaft? Er weiß aber schon, dass da nichts mehr ist. Gut, dann können wir ihn jetzt ja hier ansetzen. Jetzt habe ich es aber hier richtig verhauen. Vielleicht sollte ich nicht so viel damit rumspielen. Was gut ist, ist jetzt nicht so viel dadurch schief gegangen. Aber man muss damit ja mal experimentieren. Das ist also quasi der kostenlose Helfer, würde ich jetzt mal sagen. Und dann zwei frei, da zwei frei. Können wir in der Zeit... Oh, es stoppt. Ach, weil ich ja selber fahre. Ich bin gerade ganz verwundert, wieso hält man das jetzt an? Also rum ist natürlich immer gut. Da geht hier einiges flöten.
Aber wir haben es ja auch demnächst gleich geschafft. Die nächste Linie und dann. Sind wir auch mit diesem Feld eigentlich durch. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen schöner als Reparatur machen. Ich bin dann auch so sagen. Das war zum Ende. Was macht er da? Vielleicht ist das auch einfach die Lösung, dass er dann dreht, eigenständig. Ich weiß es nicht. Lass mich dann mal überraschen. Okay, er sagt dann, okay, ich bin hier durch, lass trotzdem noch was stehen. Das machen wir jetzt hier nochmal neu. Dasselbe geht auch für hier. Warum ist mir ein Bauer? Weil ich momentan noch fest der Meinung bin, dass es nicht mehr schießen ist. Ja, doch wieder ganz. Ja, rechts. Ja, wunderbar. Die beiden Spuren noch an. Unser Geld geht auch zur Neige. Der Tag geht zur Neige. Hätte man den Helfer grün noch anschmeißen sollen. Und ich werde mir mal in Ruhe angucken und durchlesen. Oder mich einfach informieren. Wie ich denn den GPS mal hier nur ganz nutze, dass er nicht Bahn immer auslässt. Und wenn, wie ich das hinkriege, dass das dann trotzdem funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. So, da war hier eben noch ein Bereich nicht gesät. So. Das wäre das Sehen vom Feld. Machen. Steigen in unseren Forterra HD und sehen uns der nächsten Aufgabe gegenüber. Wenn wir jetzt den der Sache auf den Grund gehen. Neuer Kurs. Damit könnten wir die Anzahl freier Linien erhöhen. Null. Eins. Das ist halt Ersatz, Tauschersatz, okay. Wäre, wenn wir jetzt auf dem Rückweg wären, drüben angekommen, dass wir dann, dass er dann den Versatz auch entsprechend wieder dreht. Aber das geht hier ja recht flott. Der ist ja auch mit 16 km/h unterwegs und nicht nur mit 14. Das piept meistens aus. Fällt einer hin. Und dann ist trotzdem was. Ja, okay, das läuft hier nicht. Hier nehme ich den einmal. Also das lasse ich immer an. Aber. Nee, das ist nicht gut.
ich jetzt selbst den in der Mitte weg. Und dann lasse ich den Helfer das machen. Und dann sorgen wir dafür, dass wir hier mal Sojabohnen dann bald zum Mass haben, was wir dann auch verkaufen können. Weil unsere finanziellen Möglichkeiten auch so langsam erschöpft sind. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal den nächsten Tag, also am nächsten Tag werden wir dann definitiv im Minus. Und das muss ja jetzt nicht sein. Deswegen werden wir dann die Ernte, die wir hier machen, auch direkt verkaufen. Vielleicht auch nochmal so eine Mission dazwischen schieben, um. Vielleicht mache ich das selber in meinem außerhalb der Aufnahme, so eine Mission. Oder dass ich es zum Ende der Folge am Anfang und dann laufen lasse nach der Aufnahme. Und während er hier noch fröhlich in den Tag hinein grubbert und wir hier den schönen Sonnenaufgang sehen. Sieht gerade echt so aus, so wie so ein kleines Gemälde. Also wenn man sich das so anguckt. Farblich auf jeden Fall 1A. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und natürlich auch, wenn ihr, naja, mir ein Abo da lasst. Macht's gut.